Die Spanten sind jetzt gezeichnet, jetzt wird es aber Zeit für die Trassen. Heute zeige ich euch, wie ich es gemacht habe, mit ein paar Tipps und Tricks, wie es einfach geht. Also, nach dem Intro geht's los. Hallo, herzlich willkommen wieder bei Richards Mowa. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dass du heute wieder mein Video anschaust. Heute geht es um die Trassen. Ich habe dieses Mal das Video in drei Teile unterteilt und das heißt dann, dass wir ein bisschen einfacher da durchgehen können. Also das erste Teil, der Qual der Wahl. Wie kann man eigentlich Trassen zeichnen? Wie bringt man verschiedene Teile auf das Holz? Ich zeige euch das gleich. Das zweite Teil ist dann die Vorbereitung von Windcheck. Wie ihr wisst, habe ich meine ganze Planung in Windcheck gemacht und ich zeige euch dann, wie das dann geht, wie man das machen kann und welche Sachen man nicht vergessen sollte. In das dritte Teil habe ich dann ein Stückchen live, wie ich eine Trasse zeichne, die verschiedenen Sachen, wie ich das mache und natürlich auch, wie das geht. Also, da gehen wir mal schnell daran. Das erste Teil, die Qual der Wahl. So, und das erste Teil will ich euch erzählen, welche Möglichkeiten es gibt, um die Trassen aufs Holz zu übertragen. Selbstverständlich gibt es wieder mehrere Möglichkeiten. Es ist nicht immer, was ich mache, ist die einzigste Lösung, aber es ist wie immer die Lösung, die ich gewählt habe. Aber es gibt auch mehrere Arten und Weise, worauf man das machen kann. Die erste ist auf Basis von Messungen mit Lineal und dann dein Laptop dabei. Ich denke, das ist nicht die einfachste Lösung, aber das könnte die billigste Lösung sein. Selbstverständlich braucht man keinen Drucker, nur dein Laptop und Auge und Lineal und Bleistift und dann kommt man ganz klar damit. Man könnte auch eventuell alles selber drucken auf den A4-Blätter und dann alle individuellen Blätter zusammenkleben. Das ist auch eine Möglichkeit, man kann das dann selber machen, selber drucken und auch nur die Teile drucken, die man braucht. Die Aufwand ist aber dann alles zusammenzukleben und das soll natürlich auch alles völlig stimmen und da hat man auch Überlappungen und natürlich auch die Kosten davon sind nicht ganz gering. Das dritte und das ist auch die Arbeitsweise, die ich gewählt habe, ist das 1:1 plotten zu lassen von einer Firma. Das kann man in Windcheck auch hervorragend machen. Da habe ich auch dafür gewählt und das werde ich dann euch auch gleich zeigen im zweiten Teil. Aber welche Materialien habe ich dann benutzt? Also die Werkzeuge sind dann die geplottete Zeichnung, ein Bleistift, Geodreieck oder ähnliches, Lineal geht auch, und dann etwas Langes und Gerades. Ein Stück Holz habe ich dafür benutzt. Und das ist dann für die gerade Strecken, um das zu zeichnen. Aber das zeige ich euch dann auch im dritten Teil, wenn es dann live geht. So, Teil 2 von diesem Video ist dann die Windtrack, wie ich das gemacht habe. Ich zeige euch dann, wie du das alles drucken könnt. Alles ist hier blanko. Zuerst gibt es dann die Holzunterbau. Ich habe das alles mit 3D-Modellen habe ich das hergestellt. Falls gewünscht, bitte sagt das mal in die Kommentare und dann kann ich noch ein separates Video dazu machen. Aber für dieses Video geht es dann nur um die Trassen und auch dann die Spanten, die hier dann gezeigt werden. Also hier ist meine ganze Holzunterbau zu sehen. Und wenn wir dann noch ein Niveau dazu machen, dann sieht man auch die verschiedenen Spanten, die ich darauf gezeichnet habe, die verschiedene Linien und auch diese weiße Fläche. Wenn man gut guckt, dann kann man sehen, hey, da sind extra Linien, die da davor nicht waren. Zum Beispiel ist dann da, hat man da die verschiedenen Stücke. Und das hat dann alles damit zu tun, welche Formate die Plotarbeiter, diese Plotdienst für euch machen kann. Also es können verschiedene Breite sein von 420 mm bis um die 940 mm. Zeige ich dann auch noch gleich. Aber zuerst machen wir noch mal ein paar Ebenen dabei.
Und da kann man hier, naja, sind verschiedene Linien, aber da kann man schon erkennen, hey, das ist die erste Ebene. Wenn wir dann in die Optionen und nach Bildschirm gehen, vor alles nach der Plotter geht, muss man natürlich sicher sein, dass alle Werte richtig eingeführt sind. Und wenn man dann Optionen Bildschirm geht, da kann man wählen, also Gleise mit einem Strich. Das ist dann die Mittellinie und nicht die ausgefüllte Variante, die normalerweise gewählt ist, weil da ist dann auch schwieriger, um das auf das Papier aufzubringen. Also ein Strich oder Linie. Optionell kann man auch noch wählen, um die Trasse auch schon zu zeichnen. Ich habe das nicht gemacht, weil da sind dann im Endeffekt sind das wirklich zu viele Linien und das fand ich nicht gut, um damit zu arbeiten. Aber wenn man dann wählt als Linie und wenn wir da mal ein bisschen näher rangehen, zum Beispiel hier ein Teil des Schattenbahnhofs, da kann man dann schon erkennen, hier die lichtgraue Linien, die sind dann alle extra eingezeichnet. Ich fand das nicht so doll, also nicht zeichnen ist besser. Es gibt dann auch noch mehrere Optionen, die man auch, worauf man aufpassen soll. Zum Beispiel die Artikelnummer. Ich habe dann gewählt, dass es im Gleis geht. Aber normalerweise, wenn man dann die Option Schrift wählt, ist das normalerweise auf 8, die Schrift. Zeige ich euch das nochmal. Hey, das sieht dann hier auf dem Bildschirm vielleicht nicht so groß aus, aber denkt nochmal nach, wenn es dann auf 1:1 ist, dann ist es aber ein riesige Texte. Also deswegen Artikelnummer, Eigenschaften und dann Format 2. Ich zeige euch dann gleich auch noch, wie das im Echten aussieht. Aber so passt das prima. Dabei nochmal im Bildschirm gilt dasselbe für die 3D-Höhen. Ich habe dann die Zahlenwerte angezeigt. Und auch hier gilt Schrift 2, weil man kann hier dann in der linken Ecke erkennen, hier zum Beispiel die 118 mm. Das ist alles eine richtige Größe, um das sehen zu können. Wenn wir da noch die andere Teile vom Bildschirm, haben wir dann hier auch noch divers. Da kann man ein Raster anzeigen. Ist man natürlich frei, um das zu wählen, ob das ja oder nein, wie man das möchte. Und hier ist auch wieder so ein Druckknopf mit Schrift. Und da geht es auch wieder, naja, wenn da was Besonderes ist, ja, da kann man dann eine andere Schrift lassen, wenn man das möchte. Genauso für die Zusatzinfo, das sind dann die verschiedenen anderen Teile, die dann auch dabei sind. Zum Beispiel habe ich hier, ich zoome nochmal heran. Hier beim Schotterwerk habe ich das größer gelassen. Und das kann man auch erkennen gegenüber der Schrift im Gleis und Schotterwerk, das ist ziemlich anders. So, also dann dabei. Wenn man dann das alles plottet, dann muss man auch die Seite einrichten. Also Datei und dann Seite einrichten und da wählt man dann schon Maßstab 1:1. Das ist wichtig. Dabei dann auch noch die andere Drucker, weil die Firma, die wird kein WinTrack-Datei benutzen können. Also es ist wichtig, um dann ein PDF davon zu machen. Man könnte natürlich die verschiedenen hier wählen, aber Qt PDF Writer, das ist die beste Art und Weise, finde ich. Also dann geht man weiter auf Properties, rechts unten hier auf Advanced. Und dann die Paper Size, also das Blattformat, da kann man hier dann wählen, Postscript Custom Page Size. Also man kann da dann selber wählen, welche Größe von Papier das sein sollte. Was ich dann gemacht habe, ist die Breite von 3659 mm und 914 mm in der Höhe. Wieso habe ich das gemacht? Naja, das sind dann die verschiedenen weißen Streifen, die dann hier sichtbar sind. Da kann man erkennen die verschiedenen Breiten und ich habe dann hier, kommen wir noch mal ein bisschen näher ran. Ne, das möchte ich nicht.
So, nochmal ein bisschen näher ran. Jetzt rot umkadert ist das Teil 3659 mm bei 914. Also wenn man dann 1:1 drucken möchte, kann man hier auf die linke Ober, auf die Zelle drücken, Druckausschnitt, und da kann man die verschiedenen Formate wählen. Man könnte natürlich auch einfach sagen, naja, das geht alles auf 900 mm Breite und dann naja, 2,70 Meter können wir drei lange Streifen machen und ich hole mir dann die Schere, wenn alles geliefert ist, und dann fertig. Kann man natürlich so machen. Aber im Endeffekt, dieses Teil von 3,60 Meter lang bei 914 mm breit, da habe ich dann auch noch ein kurzes Filmchen davon, wie das dann im Echten aussieht. Hier dann mal ein kurzer Überblick von diesen 3,60 Meter, die ich euch gezeigt habe im Windtrack. Man kann richtig erkennen, dass ich schon einiges darauf gezeichnet habe, aber die Größe von der Brücke, 225 mm, war gut zu lesen. Dann von den verschiedenen Teilen, die verschiedenen Trassen. Und da sieht man hier auch 208, 209 mm in verschiedenen Farben. Das passt alles hervorragend. Also ich kann wirklich empfehlen, so einen Plotterdienst zu benutzen hierfür. Und dann sind wir jetzt bei das letzte Teil. Teil 3, das Live-Zeichnen von einem Stück Trasse. Zuerst ist es wichtig, um das Holz zu befestigen. Ich habe diesmal mit verschiedenen Schrauben kürze Schrauben gemacht, sodass das alles stabil bleibt. Danach habe ich mit ganz einfaches Kohlepapier das alles unterlegt und dann die geplottete Zeichnung wieder darauf. Alles einfach mit kleinen Pinchen festsetzen und dann kann es losgehen. Den Plot habe ich so machen lassen, dass er in Farbe ausgedruckt ist. Die drei grünen Linien sind der Eingang und Ausgang des Schattenbahnhofes. Die lila Linien sind Teil der Ebene 1. Alle gestrichelten Linien verlaufen im Tunnel. Am Anfang zeichne ich zuerst Abstandshalter von 3 cm von das letzte Gleis aus. Das wird die Rand der Trasse. Dann zeichne ich diese Linien danach vom Hand in die Kurven. Bei der Gerade benutze ich das Stück Holz. Bei diesen Rändern setze ich noch kleine Kreuzchen, sodass ich weiß, das ist der Schnittlinie, sobald ich dann alles aussäge. Danach ist es einfach wiederholen, aber diesmal die eigentliche Gleise. Wenn ich Stückgleise benutze, dann setze ich auch noch kleine Striche am Ende des Gleises. Die mache ich auch, wenn ein Flexgleis von geradeaus in der Kurve geht. Jetzt habe ich für euch die Perspektive gewechselt, sodass ihr dann auch sehen könnt, was ich hier mache. Da ich jetzt noch eine große Holzplatte habe, ist es auch einfacher, um ein Tunnelportal etwas großzügiger zu gestalten. Später Holz daran setzen ist doch recht schwierig. Deswegen lasse ich mir ein bisschen mehr Raum jetzt. Es muss aber bemessen werden, da dieses sichtbare Teil 30 cm von der hinteren Seite endet. So, noch ein paar Linien dazu, ein paar Striche und dann wird es schon etwas. Andere wichtige Sachen, um nicht zu vergessen, sind Blöcke einzeichnen oder die Stoppstellen, Prellblöcke, Position des Tunnelportals und eventuell auch andere Bemerkungen, die die Arbeit gleich leichter machen. Wenn du bisher noch dabei bist, dann bedanke ich mich recht herzlich. Ich hoffe, du wirst ein Like hinterlassen und mich schreiben, was dir dann in dieses Video gefällt. Wenn du mich kostenlos abonnierst, dann wirst du auf dem Laufenden gehalten, wenn es was Neues gibt hier bei Richards Mova.
Sowohl die Arbeit an meinem Modellbahn als auch die Videos für euch drehen macht mich riesig viel Spaß und ich bedanke mich für eure Treue. Und hier dann jetzt das Endergebnis von meinem Segment F. Ihr könnt wirklich klar erkennen, wo die Gleise bald liegen sollen, als auch wo die Schnittlinien sind. Das sind diese kleinen Kreuzchen. Ich habe bemerkt, wenn ich systematisch und genau arbeite, dann wird die Verarbeitung gleich viel einfacher sein. So, liebe Modellbahner, das waren dann ein paar Tipps und Tricks von mir für die Trassenzeichnung. Natürlich gilt dafür wieder nicht die einzigste Lösung, die ich benutzt habe, aber es ist meine Lösung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bald muss ich noch ein paar Trassen zeichnen, weil es ist noch nicht ganz fertig. Danach kommen dann die Sägearbeiten und dann machen wir mal wieder weiter. Wenn es wieder was Neues gibt, entweder ein kurz und knackig oder ein volles Video, dann freue ich mich, wenn du wieder dabei bist. Hier oben und da oben wird es ein Video geben. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und bis bald wieder, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Richards Mober. Mach's gut, ciao!